Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dishonored 2. Jo, wir verlassen jetzt da so schnell und so gut es geht denn die Ettermeier hier, das Institut, weil wir hier fertig sind. Punkt aus, Ende fertig. So, ich schleich mal. Weil ich glaube, wachenmäßig und so gibt es hier einige. Da unten wäre so ein Kerl. Den will ich aber nach Möglichkeit nicht umbringen. Das heißt, ich muss mal ein Stückchen hier runter hüpfen. So. Na, er hat uns entdeckt. Wusch! Ich leg mich hin, bis sie soweit sind. Na, jetzt darf ich nicht reden. Wegen dem Arsch da oben. Ah. Sind wir fertig? Die Garde kann jeden Moment. Na toll. Wow. Kann ich dich noch würgen? Ja. Hilft leider nichts. Den muss ich noch. Den muss ich leider noch. Und dafür wird entsorgt. So. Schade. Den muss ich leider noch umbringen. Wollte ich nicht, aber muss ich leider. So, wir müssen hier weg. Können wir hier weg? Es gefällt mir hier nicht. Bereit? Aber freilich, zur Dreadful Wall zurückkehren, ja, bitte. Lass uns zum Schiff zurück. Haben Sie Sokolov gefunden? Nein. Aber Hypatia war der Kronenmeuchler. Was? Das nehme ich Ihnen nicht an. Der Herzog hat sie dazu gebracht, sich eine falsche Mixtur ihres Serums zu spritzen. Es hat sie verändert, aber es gab ein Gegenmittel, also lebt sie noch. Wenn sie sich an die Morde erinnert, muss sie damit leben. Was ist mit Sokolov? Wir haben ihn einem gewissen Kirin Jindosch überlassen. Kennen Sie ihn? Jeder kennt ihn. Sarkonos Großerfinder. Dann ist er der Nächste. Hoffentlich geht es Anton gut. Hoffen wir es. Ja, leider Gottes geht meine Tendenz wieder ins Negative. Viel zu viel umgebracht, ja, leider. Was soll ich machen? Aber dafür schaut es hier recht gut aus. Wir haben zwar bei Weitem nicht alle Münzen gefunden, aber immerhin würde ich sagen, 3/4 haben wir ungefähr geschafft, ne? Naja, okay, 3/4 nicht ganz. Sagen wir 2/3. Dafür haben wir alle Runen, wir haben den Outsider-Schrein gefunden, die Knochenfragmente, Artefakte, nicht Fragmente, sondern die Knochenartefakte, genau. Die Gemälde haben wir alle 3 gefunden, ich schau gleich so blöd, und alle 4 Baupläne. Bitte, das ist ja echt kein schlechter Schnitt. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Leider Gottes, ja, auch die Sonderaktion haben wir geschafft und leider Gottes geht meine Tendenz in Richtung Mord zu stark. Ich muss dagegen rudern. Probieren. Ich will nicht so viele Leute töten. Aber ich fürchte, es geht nicht anders. Auf jeden Fall haben wir jetzt Kapitel 4 und sind wieder auf der Dreadful Wall. Sprich mit Megan Foster über den besten Weg, um das Haus von Kirin Jindosch zu erreichen. Dem Großerfinder des Herzogs von Sarkonos. Großartig. Dann setzen wir fort. Zu seiner Zeit war Sokolov Dunwalls Genie. Seine Erfindungen veränderten die Stadt. Aus dem Tower sah ich, wie aus der Hauptstadt ein Gefängnis wurde. Und ich hörte, wie er trank, lachte und meiner Mutter immer wieder sagte, wie brillant er wäre. Nach ihrem Tod halfen Sokolovs Erfindungen einem Tyrannen, das Reich zu übernehmen. Nach all diesen Jahren ist Kirin Jindosch jetzt Kanakas Genie. Der wahnsinnige Erfinder, der dem Herzog düstere Maschinen verschafft hat, die sich wie Menschen bewegen. Mechanische Soldaten, die kämpfen und töten. Ich muss herausfinden, wo Sokolov gefangen ist und ihn lebend zurückbringen. Ein Genie retten und das andere töten, bevor es eine Armee mechanischer Soldaten erschafft. Okay. Thank you.
gehen wir's an. Jawohl. Ziel abgebrochen. Okay, jetzt ist er abgebrochen. Abgeschlossen, oder? Hä? Wir sind doch hier. Was haben wir jetzt schon wieder, was hab ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Das gibt's ja nicht. Echt jetzt? Naja. Okay. Keine Ahnung, frag mich nicht. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir zwei Runis. Wir haben zwei Runis. Was können wir denn eigentlich erlernen tun? Wir brauchen hier vier Runis, zwei Runis hier. Nachtsicht. Sieh im Dunkeln besser. Sieh Lebewesen durch Wände. Das ist aber auch nicht schlecht, oder? Sechse brauchen wir hier, vier brauchen wir da. Ich glaube, das war nicht so schlau, dass ich das hier gewählt habe. Aber wir können ja mal. Wie schaut es hier mit Domino aus? Verbindet drei Ziele miteinander, ne? Und vier Ziele. Das wäre halt auch nicht schlecht, fertig zu haben. Und das wäre auch nicht schlecht. Ich weiß nicht genügend Runen. Ich weiß. So, wir sind hier auf dem Schiffelein. Das heißt Mamilein. Ich will mal kurz. Der Konflikt. Mach. Gehen. Los. Ist nichts versteckt. Und ich. Was würde ich darum geben, noch einmal deine Hand zu halten? Och, Mami. Ich halte dein Herz. Für immer. Ja. Ach, liebe Mamilein. So, was haben wir hier Schönes? Notiz von Megan Foster. Aha. Dr. Hypatia brauchte einen Ort zum Schlafen, also habe ich das Zeug aus der unbenutzten Kabine geräumt. Ich konnte das meiste davon verkaufen. Hier ist ihr Anteil. Also nicht viel, ich weiß. Walöl ist teuer und steht unter dem kaiserlichen Rationierungserlass. Aber das wissen Sie ja bereits, nicht wahr? Megan Foster. Ja. Toll. Alter, was haben wir gemacht? Reiseprotokoll. Schreiben. Aha. Das heißt hier, ne? Das Maschinenhaus. Der Kronenmeuchler ist fort. Nun zu Chindosh. Chindosh. Entschuldigung, Frosch im Hals. Ich konnte endlich aufdecken, wie meine Feinde den Kronenmeuchler erschaffen haben. Die perfekte Gelegenheit, um das Vertrauen in mich vor dem Staatsstreich aufzuweichen. Hätte ich doch nur innegehalten und ein paar Minuten darüber nachgedacht, vielleicht wäre mir dann das Vertrauen meines Volkes nicht abhanden gekommen. Aber das hätte Geduld erfordert und mein Berater erinnern mich immer wieder daran, dass diese nicht zu meinen Eigenschaften zählt. Aha. Aber Hypatias eigenes Serum gegen sie einzusetzen ist einfach furchtbar. Ich bin froh, dass ich ein Heilmittel finden konnte. Sie ist eine brillante Alchemistin. Jetzt kann ich ihre Forschung weiterführen, um den Menschen in Serkonus zu helfen. Sokolov konnte ich nicht retten. Man hatte ihn bereits verlegt. In Kirin Chindosh Anwesen. Chindosh ist der Erfinder der mechanischen Soldaten und wenn er Sokolovs Genie für seine eigenen Pläne nutzen kann, könnte das böse enden. Ich habe seine Tötungsmaschinen beim Dunwall Tower in Aktion erlebt und darf nicht zulassen, dass Delilah solch einen Verbündeten hat. So. Chindosh findet sicherlich Gefallen daran, seine Rivalen im Geiste gefangen zu halten. Tja, lange wird der Spaß nicht dauern, wenn ich ein Wörtchen mitzureden habe. Die Dreadful Wall. Was für ein seltsamer Name. Auf diesem Schiff kann ich kaum schlafen und wenn, dann nur sehr schlecht. Tja, jetzt bin ich wach und denke an Sokolov. Ich weiß noch, wie er damals im Hound Pete's Pub war wie eine Bestie im Käfig. Er roch nach abgestandener Pisse, ist ja ekelhaft, und faulendem Fleisch, aber sie konnten ihn nicht brechen. Er behielt sich im Griff und wurde mein Lehrer. Das brauchte ich nach dem Tod meiner Mutter. Vorsicht vor Würdenträgern, die Geschenke machen, hat er mir immer gesagt, aber ich war noch ein Kind und mochte Geschenke. Nichts hatte für mich einen angenehmeren Klang. Aber
Jetzt weiß ich es besser. Ich denke auch an Kalista, meine alte Gouvernante. Sie wollte immer auf einem großen Schiff die Welt bereisen. Dann verließ sie eines Tages Dunwall und schrieb mir nach einigen Monaten nicht mehr. Ja, hoffentlich ist ihr nichts passiert, ne? Bla bla bla, viele Notizen, bla bla bla, das können wir mal so, bla da dam, die Düldü, so. Tüdüldü, so, fertig. Ich hoffe doch. Geht so besser, oder? Ja, so ist viel besser. Die Karte. Die Ettermeier-Karte. Jawohl. Dann, was haben wir noch hier? Noch mehr Karten dabei nicht. Wissen. Hä? Hat man das gerade nicht? Da, Audiographen. Doch, alles gut. Erkenntnisse. Knochenfragmentis. Fünfe haben wir schon wieder, glaube ich, oder? 5 und 5 ausgerüstet, so war das. Die Kräfteleins, ja, die Missionchens, alles klar. Gut. Fertig mit der Schreiberei. Ach ja. Baram, 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 bam, bam. Was haben wir denn da? Leb wohl, Kanaka. Abschied eines Musikers. Das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Was ist da? Da ist uns nichts. Okay. Dann würde ich sagen, wir machen uns die Haare schön. So. Trinken noch einen Schluck. Jawohl. Auf geht's. Ich will nur Anton heil wiederhaben. Wieso bedeutet dieser alte Dummkopf mir eigentlich so viel? Was hat er für dich eine Papa-Figur? Wartungsarbeiten, die hatten wir auch schon, oder? Maschinenraum trockenlegen. Neue Woche. Neues Gleck. Stundenlang versucht es zu stopfen. Ich drehe das Wasser ab, falls ich die Kurbel finde. Kann ich machen, wenn Sokolov sicher ist. Brückenleitungen prüfen. Fertig. Öl runter. Schleppen. Fertig. Zwiebeln kaufen. Erledigt. Was hat das jetzt mit Wartungsarbeiten zu tun? Vielleicht braucht sie die Zwiebeln zum Stopfen. Vielleicht sprechen sie mit Hypatia, bevor wir aufbrechen. Sie hat eines der Zimmer genommen, nur für kurze Zeit, denke ich. Sie brauchte Abstand vom Addermeier. Begib dich auf Megan Fosters Beiboot. Jawohl, trifft Megan Foster, haben wir erledigt. Sprich mit Alexandria Hypatia. Träume waren stärker. Ist das ein Zeichen von... Oh, Sie sind es. Bleiben Sie noch kurz hier. Es ist... sei sie aus einem langen, finsteren Traum erwacht. Oh, mit Musik zum Beruhigen. Die arme Haut, echt wahr, die arme, arme, arme. Was haben wir da? Hypatias Notizen. Auf einem Schiff mit Freunden. Denke ich. Ich habe geschlafen, zum Glück, ohne die üblichen Albträume. Vielleicht tut mir die Seeluft gut. Captain Megan Foster hat mir vorhin etwas Tee gebracht. Eine interessante Frau. Sie scheint zu verstehen meine zerrissenen Erinnerungen und das Grauen, das sie begleitet. Sobald ich wieder auf den Beinen bin, muss ich zurück ins Addermeier. Die letzten Wochen sind so verschwommen. Was habe ich erreicht? Was ist mit meiner Forschung zum schwarzen Husten? Meine Arbeit ist so einfach entgleist. Ich schließe daraus, dass ich einen kompletten Zusammenbruch erlitten habe. Ich brauche Zeit, um mich zu erholen. Ja, und scheinbar ein paar Zigaretten. Die Arme. Ich werde speichern. Das ist mal eine gute Idee. Hierhin gleich. Ich sehe jetzt, ne, 7. Dezember. Ich habe nicht geschwindelt, ich habe wirklich die beiden Spielstände schon mal verwendet. Und jetzt mache ich es nochmal. Wurscht. Ja, das waren zwei... ja, doofe Barts, sage ich mal. Jetzt ist die Frage. Optional. Werden wir zuerst machen und dann das Kurbel-Dingens finden. Versuchen. Also... Gnädigste. Dr. Hypatia, erinnern Sie sich noch an irgendwas, das mir helfen könnte? Ich suche Anton Sokolov. Er kann vielleicht aufdecken, was der Herzog plant. Meine Erinnerungen sind bruchstückhaft.
Der Herzog ist eng mit seinem Großerfinder Kirin Jindosh im Bunde. Der hat den Charme einer schwarzen Witwe. Er verehrt und hasst Sokolov zugleich. Sehr Wir schön. Waren bei Aramis Stilton. Er ist nett. Aber es ist etwas Schlimmes passiert. Nur Erinnerungsfetzen. Tut mir leid. Ruhen Sie sich jetzt aus. Vielleicht hilft uns etwas davon weiter. Ich hoffe es. Ich weiß zwar nicht genau, was Sie für mich getan haben, aber ich schulde Ihnen was für die Hilfe im Edemeyer. Danke. Moi, ist es nett. Danke, Mädel. Ich habe eine Steam-Errungenschaft bekommen. Gegenserum. Yeah. So, die Waffe brauche ich momentan nicht. Die stopfe ich gleich mal weg. Megan ist bestimmt an Deck. Ja, das ist mir jetzt gerade aber wurscht, weil wir müssen eine Kurbel finden. Ich denke mal, Maschinenräumchen. Was haben wir da? Klo. Rettungsweste. Also Schwimmweste halt, ne? Besser. So. Eine Kurbel. Kurbel, Kurbel. Ich fange mal da im Maschinenraum an. Da gibt es sicher haufenweise Kurbeln, aber ob es die richtige ist, ist die Frage, ne? Alle Kurbeln Hände hoch. Oder alle Kurbeln Kurbeln hoch. So. Jo. So rinnt's. Was haben wir da? Leere Flasche. Das schaut eher aus wie so ein Kabelwerkzeug, oder? Na, nicht wirklich. Das Blut des Hauses Abele. Haben wir das schon? Kapitel 4 Einleitung. Das, dieses Kapitel beleuchtet Etita Abele, die durch Funkrede mit dem Schwert in der Hand fegt sie aufopferungsvoll die Plünderer aus den... Ja, das hatten wir schon. Jo, das hatten wir schon. Schalterschrank. Jo, der ist nicht springen. Ich brauche eine Kurbel. Kurbel, Kurbel. Ist hier eine Kurbel? Nein. Ja, wo könnten hier die Kurbel sein? Da? Da? Es leuchtet zwar, aber es ist was anderes. Vielleicht muss ich einfach diesem dicken Rohr da folgen. Versuchen. Vielleicht ist es ja auch Ramsay hier. Und der Kronmeuchler. Zwei Teile des Puzzles. Mehr werden folgen. Mhm. Hier haben wir die Küche. Hey, ich krieg voll Hunger, ey. Das ist so gemein. Man sollte nie mit hungrigem Magen das Spielen anfangen. Echt, man kriegt da so einen Booster. Boah, wenn ich auf diesen Eintopf denke, wie der schmecken wird. Boah. Was? Das hat man, glaube ich, auch schon. Das Buch, ich schau mal. Über die Auswirkungen der Winter. Ja, natürlich, das hatten wir schon. Die ersten paar Worte reichten schon. So, Vortrag über Blutfieber. Das hatten wir auch schon. Das ist neu. Botanik und Krankheiten. Was? Das ist neu? 4, 8, 7? Hä? Aber das hatten wir doch gelesen. Naja. Dann nehmen wir die 2er-Münze mit, die 1er-Münze mit. Was haben wir hier noch Tolles? Der Kronmeuchler war also Abeles Werkzeug. Die Morde waren eiskalt kalkuliert. Ja, oh, den habe ich leider umgebracht, ne? Hypatia hat Schreckliches unter dem Einfluss ihrer Formel getan, aber nun ist sie frei. Wir finden sie, Anton. Hoffentlich. Ob diese Silbergraphie von Jindosh wohl erst kürzlich entstanden ist? Keine Mit Ahnung. Mit ein paar mechanischen Soldaten hat Jindosh das Reich verändert. Was, wenn er eine Armee hätte? Ja, da kann ich die Weltherrschaft haben. Grundlagen der Mechanischen? An alle Einheiten nach
dem Desaster von letzter Woche gibt der Großfinder Kirin Chindosh folgende Informationen zu seinen mechanischen Soldaten bekannt. Alle Gardisten haben diesen Bericht zu lesen. Der mechanische Soldat ist mit hölzernen Rüstungsplatten geschützt. Aha, die müssen wir wahrscheinlich zuerst wegsprengen oder so. Werden die zerstört, sind die darunterliegenden empfindlichen Mechanismen frei und ungeschützt, war klar. Wird einem mechanischen der Kopf abgeschlagen, greift er jeden in seiner Nähe an. Aha, ob verbündet oder nicht, im Klartext sie. Das können wir zu unserem Vorteil nutzen. Dank der teuren Linsen, mit denen Meister Chindosh alle mechanischen ausgestattet hat, können sie nach vorne und nach hinten schauen. Das ist schlecht. Denken Sie daran, wenn wieder mal einer durchknallt. Sehr gut. Wenn es ein Idiot schafft, dicht genug ranzukommen, kann er eine kleine Schalttafel neu verkabeln und so ihre Auffassung von Freund oder Feind umkehren. Cool. Heißt wieder, sie werden angegriffen. Wenn sie das alles im Kopf behalten, sind die mechanischen ein Zugewinn, keine Bedrohung. Dritter Leutnant Fiora Diaz, Technikbüro der Unterstadt, Zirkonische Garde. Okay. Aha, das ist aber gut zu wissen. Wenn ich zu Chindosh will, muss ich vom unteren in den oberen Aventa-Bezirk fahren. Alles klärchen. Hä? Die ist schon wieder da? Haben wir das Bild nicht letztes Mal mitgenommen? Ich bin verwirrt. So, Kurbel, Kurbel. Wo ist die Kurbel? Ist da, das ist aber auch so ein Werkzeug mit Dings. Warum kann ich denn da? Da ist eine Kurbel. Okay. Beseitige das Leck. Bring die Kurbel an. Ja, wohin denn? Ah. Ha. Bring die Kurbel an. Bring die Kurbel an. Meine Reise nach Panthysien. Die haben wir, glaube ich, auch schon, ne? Die vierte. Zwei Tote an unserem ersten Tag. Ja, ja, ich glaube, das hatten wir auch schon. Ist hier noch irgendwas von Wert? Da was Neues sich ergeben. Emily, oder so. Sollte ich sagen, eure kaiserliche Majestät? Es gibt etwas, das Sie und Corvo so bald wie möglich erfahren sollten. Ja, das wissen wir schon. Hier. Das hatten wir noch nicht. Meine Reise nach Panthysien, ein Rückblick 2. Das hatten wir noch nicht. Von Anton Sokolov, Kapitel 14. Wir waren nur wenige Meilen von der Küste entfernt, doch unser Weg war durch zahlreiche verborgene Riffe und spitze Felsen versperrt. Sie lagen dicht unter den Wasseroberfläche und wir bemerkten die Reste zweier Schiffe, die ihnen wohl schon vor einiger Zeit zum Opfer gefallen waren. Die Mannschaft war ungewöhnlich ruhig, als wir die mitgenommenen Wracks passierten. Es gab eine extrem enge Passage zwischen den Felsen, die der erste Mat jedoch für unpassierbar erklärte. Dennoch, der Captain ließ 10 Männer mit Vorschlaghämmern von Bord, um damit die unmittelbar unter der Wasseroberfläche liegenden Korallen zu zertrümmern. Super! Super umweltfreundlich. Kurz darauf zogen sie bis zur Brust im Wasser die Antonia Aquilo an Seilen durch den schmalen Kanal. Es war ein genialer Einfall. Aber gerade, als wir dabei waren, den Männern die Strickleitern herunterzulassen, schlug das Schicksal zu und sie wurden von einer Gruppe von Riffallen angegriffen. Die giftigen Bisse bereiteten den Matrosen höllische Schmerzen. Von der Reling aus sahen wir, wie die Aale über die Männer herfielen, die noch um Hilfe schrien, ehe das Gift seine lähmende Wirkung entfaltete. Nur wenige Sekunden später war alles vorbei. Wir fuhren weiter, ohne ein Wort zu sagen, und bei Sonnenuntergang ankerten wir in einer Bucht mit roten Felsen am Ufer und smaragdgrünen Pflanzen dahinter. Ich gebe zu, ich war außer mir vor Freude, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Der Geruch reifer Früchte und warmer Erde tat gut,
wie ein gepflegter Tropfen Wein. Wir sammelten Holz, machten Feuer und aßen etwas Dosenfleisch und Zitronen aus unseren Vorräten. Es tat so gut, am Strand zu schlafen. Im Hintergrund das Knacken des Feuers statt der Edge und Nässe an Bord. Wir hielten abwechselnd Wache und verbrachten eine ruhige Nacht. Endlich standen wir auf bantysischem Boden. Großartig. Entschuldigung, falsche Taste. Das hatten wir noch nicht. Was haben wir hier noch Schönes? Meine Reise nach Bantysien, ein Rückblick Nummer 3. Von Anton Sokolov, Kapitel 15. Im Morgengrauen zog ich mit der Gruppe los, die sich nach Osten aufmachte und aus 2 anderen Naturphilosophen und 4 Besatzungsmitgliedern bestand. Ah, warte. Mit unseren Schwertern kämpften wir uns durch die dichte Vegetation und erklommen langsam einen steilen Anstieg ins Landesinnere. Wir wollten Proben der hiesigen Pflanzenwelt. Ich glaube, das hatten wir schon, ne? Für uns wie Herbarium, bla bla bla. Ja, das hatten wir schon. So. Das hatten wir schon. Ich denke, mit dem Rad können wir jetzt wieder runter ins. In den Maschinenraum, denke ich mal. Irgendwie wird es mir da drüben angezeigt. Zum Maschinenraum, 7 Meter. Da. Lol. Halt, das war's Klo. Da. So, jetzt. Da, 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 ba, 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 ba. Hä? Beiboot. Ach so. Ja. Jetzt hier. Wo bringen wir jetzt die Kurbel an? Da? Na, nicht fallen lassen. Da? Huch! Halt die F gedrückt, um die Kurbel zu drehen. Manche Kurbelräder blockieren dauerhaft, wenn sie losgelassen oder ganz runtergedreht werden. Gut. Drehe das Wasser ab. Optional. Hackel. Und jetzt? Ha? Haben wir das jetzt geschafft? Jupp. Hammer. Begib dich auf Megan Fosters Beiboot. Super. Passt. Lief ja gut. Huch, das Herz. So, machen wir die mal so. Oder hat Mami noch irgendwas für uns? Manchmal fühle ich den Wind auf meiner Haut. Welche Haut? Okay. So. Wechseln wieder um. Dann hier raus. Tap, 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 tap. Und ich würde sagen, wir speichern wieder. So, weil das lief ja gut. 9.49 Uhr, das heißt hier drauf. Okidoki. Ich bin startklar, meine Gute. Hoffentlich lässt deine Freundin das Boot heil, während wir weg sind. Bereit? Bereit. Bereit. Also gut. Los geht's. Kapitel 4. Das Maschinenhaus. Anton Sokolov wird im Anwesen von Kirin Chindosh gefangen gehalten, dem Großerfinder des Herzogs und Schöpfer der mechanischen Soldaten. Begib dich hinein, rette Sokolov und eliminiere Chindosh, bevor er eine Armee mechanischer Soldaten baut. Ob das so einfach gehen wird, werden wir sehen. Na, mach. Chindosh ist für den inneren Zirkel des Herzogs wichtig. Die Garde bewacht sein Anwesen und sie setzt alles in Bewegung, wenn sie rausfinden, wer sie sind. Ich passe schon auf. Und es gibt eine Lichtwand, die den Zugang zur Bahnstation versperrt? Ja. Aber es gibt einen Schwarzmarktladen in der Nähe. Die verkaufen unter der Hand. Schon mal ein Kabelwerkzeug benutzt? Corvo hat es mir beigebracht. Gut. Überwinden Sie die Lichtwand, dann fahren Sie mit dem Wagen zu Jindoshs Haus. Und es gibt einen Grund, warum die Leute sein Anwesen fürchten. Kümmere mich drum. Emily, kümmern Sie sich um diesen Verrückten und bringen Sie Sokolov zurück. Er bedeutet mir viel. Jawohl. Das ist ja voll fies eigentlich, ne?
Früher hätte man das Karl-Werkzeug brauchen können. Ich meine, war keine Pflicht, aber wäre halt klasse gewesen, ne? Und jetzt das Krimmer eins, oder wie? Erreiche das Maschinenhaus. Jawohl. Besorge Karl-Werkzeug. Jawohl. Betritt die Station. Ja. Hui. Der Part ist zu Ende. So, ich mache das eiskalt. Der Part ist zu Ende. Wir machen im nächsten weiter. Und das Herzelein wird uns wieder gute Dienste tun. Also die liebe Mami. Na gut, ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!